Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie heute nichts Besseres vorhaben, als sich von mir etwas auf dem Akkordeon vorspielen zu lassen. Mein Name ist Frank Grischek. Ich bin, wie Sie sehen, Akkordeonist und spiele hier heute für Sie im Bracula. Das ist der Bramfelder Kulturladen in Hamburg-Bramfeld. Und freue mich sehr, dass Sie jetzt alle vor Ihren Multimedia-Geräten Platz genommen haben und sich dieser Vorführung jetzt hingeben. Ich darf Ihnen gleich zu Anfang eine sehr, sehr gute Mitteilung machen. Sie haben, was die Wahl Ihrer Nachmittags- oder Abendgestaltung angeht, alles richtig gemacht. Denn ich darf Ihnen verraten, es handelt sich hier heute um die einzige Akkordeon-Großveranstaltung im Umkreis von über 50 Kilometern. Und Sie mittendrin. Thank you.
Haben Sie eine vage Vorstellung davon, aus wie vielen Teilen so ein Akkordeon zusammengesetzt ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber Sie haben ja mich und ich verrate Sie. Ein Akkordeon besteht aus bis zu 16.000 Einzelteilen. Zum Vergleich, der Grundwortschatz der Deutschen beläuft sich auf gerade einmal 1.285 einzelne Wörter. Und bei den meisten liegt er noch deutlich darunter. Beginnen möchte ich mit einem Tune aus Schottland vom schottischen Akkordeonisten Phil Cunningham. Phil Cunningham wohnt auf der Isle of Skye und er hat einen Marsch geschrieben, einen wunderbaren Marsch, allerdings im Sechs-Achtel-Takt. Wir Deutsche sind es ja eigentlich gewohnt, einen Zweivierteltakt oder einen Viervierteltakt als Marsch zu bezeichnen. Das ist in Schottland etwas anders, denn dieser Marsch von Phil Cunningham von der Isle of Skye beschreibt eine Wanderung von Schotten durch ein sehr langgestrecktes Tal. Also auf Skye gibt es sehr, sehr weite, langgestreckte Täler. Und zumeist ist auf der einen Seite Wasser am Ende des Tals und da wohnen die Schotten in einem kleinen Haus alle zusammen. Und die laufen den gesamten Tag durch dieses Tal, um ans andere Ende zu kommen, wo wieder am Ende Wasser ist. Da steht aber noch ein weiteres Haus, nämlich der örtliche Pub. Die laufen also den ganzen Tag durch dieses Tal, kommen nachmittags in diesem Pub an, nehmen da einige Getränke bis spät in die Nacht zur Sperrstunde um 12 Uhr zumeist zu sich. Dann gehen sie nachts durch das Tal zurück und direkt am nächsten Morgen geht die Wanderung von neuem los. Und Sie fragen sich natürlich, was hat das mit einem Sechs-Achtel-Takt zu tun? Ich erkläre es Ihnen. Es ist ja so, dass in diesem Tal und gerade auf der Isle of Skye es sehr, sehr feuchtes Klima ist und es befinden sich unglaublich viele Pfützen und Moorlöcher auf diesem Weg dorthin. Und das erklärt diesen hüpfenden Sechs-Achtel-Takt, zu dem Schotten dann wunderbar marschieren können. Ich nenne dieses Gesamt-Tuneset Farewell to Erin, da der zweite Tune in dem Set so heißt. Viel Spaß also nun mit Irish und Scottish Folk. Bei einer Länge von 3,5 Stunden denke ich, dass für jeden etwas Schönes dabei sein wird. Thank you.
Thank you.